alle, warum wir gestreikt haben. Wir haben gestreikt, weil heute das Klimakabinett hier in Berlin getagt hat. Und wir waren zwar geil hier, aber was nicht so geil war, sind die Ergebnisse vom Klimakabinett. Und dazu sagt jetzt Carla was. Wow, wir sind einfach sprachlos. Heute hatten wir einen enorm historischen, bedeutsamen und wichtigen Tag. Famke hat es gerade gesagt, alleine hier in Berlin waren wir 270.000 Menschen. Heute war es ein Global Strike. Auf der Welt waren wir Millionen von Menschen. Wir haben heute gezeigt, dass nicht nur Schülerinnen und Schüler die Schule bestreiken, sondern dass wir gemeinsam auf die Straßen gehen können. Solidarisch nebeneinander, dass die Gesellschaft so weit gekommen ist, dass wir Klimaschutz auch für Paris fordern können. Denn wir sind so weit als Gesellschaft und wir haben heute bewiesen, dass wir auch wirklich dafür stehen und hinter der Wissenschaft stehen. Es ist einfach grandios, was wir heute als Zivilgesellschaft geleistet haben. Seite an Seite standen wir heute nebeneinander. Nicht nur hier in Berlin, nicht nur in Deutschland, nicht nur in der Europäischen Union, sondern auf der ganzen verdammten Welt. Doch wir hatten einen bestimmten Grund, wieso wir gestreikt haben. Und diesen Grund wird euch jetzt Carla erzählen. Millionen Leute gestreikt haben, mit Hunderttausenden in über 600 Städten in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt, hat da drüben das Klimakabinett getagt. Sie haben gesagt, sie wollen das Pariser Klimaabkommen einhalten und Maßnahmen beschließen. Sie haben gesagt, es sei ein Durchbruch. Und was ist passiert? Gerade eben haben sie die Ergebnisse vorgestellt in der Pressekonferenz, in jedem Satz am Anfang Fridays for Future gelobt und dann Maßnahmen eingeführt, die viel zu spät sind, die viel zu niedrig sind, die überhaupt gar keine Ambition zeigen, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Und damit haben sie einfach die Handlungsfähigkeit als Klimakabinett, aber auch als Regierung bewiesen, den Interessen nachzukommen von all denen, die hier gerade auf der Straße stehen. Und es ist ein Skandal, es ist ein Schlag ins Gesicht von all den jungen Leuten, aber auch allen anderen, die gerade hier stehen und die für ihre Interessen eingestanden haben. Hier und überall. Das Klimakabinett versucht gerade ihre schlechten Ergebnisse mit uns zu legitimieren. Das lassen wir nicht mit uns machen, denn das Klimakabinett ist gerade zum Klimakabarett geworden. Aber wir streiken weiter. Wir gehen weiter auf die Straße. Hier ist eine ganze Menschheit vereint. Vereint, um den Kampf gegen diese Klimakrise weiter zu bekämpfen. Wir sind alle hier, alle vereint und wir bleiben stark. Zukunft wurde heute mit Füßen getreten und wir müssen deswegen weiter streiken. Wir sind unaufhaltsam und deswegen werden wir jeden Freitag weiter auf die Straßen gehen. We are unstoppable, another world is possible. 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 Von unseren Hatern, von den PolitikerInnen nicht trennen. Wir sind eine solidarische Gemeinschaft und wir müssen deswegen weiter streiken. Aber trotzdem, dieses Event haben heute auf der ganzen Welt und vor allem hier in Berlin so viele mitveranstaltet. Es gab so viele Helferinnen und Helfer, so viele Techniker und Technikerinnen. Es haben so viele Menschen heute dieses Event ermöglicht. Nicht nur ihr. Ihr seid richtig geil, aber auch die alle, die heute nicht auf der Bühne standen, die alle, die im Hintergrund gearbeitet haben, haben einen fetten Applaus verdient.
jetzt natürlich weitermachen. Es gibt verschiedene Programme von Akteurinnen und Akteuren geben und auf der Bühne wird es weitergehen. Denn das, was wir hier machen, ist gelebte Demokratie. Show me what democracy looks like! Show me what democracy looks like!